Hallo Leute und willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Let's Play, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Silence, dem Nachfolger von The Whispered World, eines der besten Adventures und schönsten und trotzdem auch emotional sehr traurigsten Adventures, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Wir schauen uns Silence jetzt an. Ich habe mich schon sehr lange darauf gefreut und ich werde natürlich den Anfang nicht groß kommentieren. Viel Spaß! Wir müssen in den Bunker. Wow, das ist schon ziemlich krass. Also von der eben, also Wahnsinn. Ich habe echt richtig Gänsehaut jetzt. Wenn sich das so fortsetzt, dann hoffe ich, dass es auch noch sehr viel positivere Momente gibt. Denn das war ja schon wirklich, erstmal war es wunderschön gemacht. Und auf der anderen Seite ist die Story natürlich sehr, sehr traurig bis jetzt. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Wir halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden genau Fall das, was ein kleines Mädchen hören will und hören muss. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Oh Junge, ey. Das ist echt super deprimierend, ey. Rini,
Aber es ist wunderschön gemacht. Das darf man nicht vergessen. Es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Okay. Muss mal schaffen, dass sie jetzt wieder ein bisschen besser gelaunt ist. Mal schauen. Vielleicht läuft gerade ein Tier. Ist ja ganz nett mit dem Tutorial gleich von vorne rein, so dass man nicht das Problem. Ja. Nee, okay. Das nicht so geiles Programm. Also, was ich meine, ist, dass die Tutorials ja wirklich ganz nett sind und uns ganz helfen werden dann wohl noch. Den Fernseher lassen wir lieber aus. Okay, alles klar. Das ist einfach genug. Das ziehe ich einfach rein und klack. Ich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Oh, die ist so süß und so traurig. Und jetzt? Die tut mir richtig leid. Nee, du hast ja nicht mal Bommel. Und wo ist Spot? Spot? Das ist das Tier von Sedgwick, dem traurigen Clown. Also aus dem ersten Teil. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Ja, mit ihr schnacken. Hallo Rini. Hallo Sedgwick, wie geht's dir? Ja, Sedgwick, alles klar. Du kannst ihn gleich selbst fragen. Hallo Rini. Hallo Sedgwick. Okay, alles klar, so muss ich jetzt. Du kannst ihn gleich selbst fragen. Spot finden. Komisch. So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Spot? Ja, wo mag er nur sein? So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Spot? Ja, wo mag er nur sein? Das da könnte ein Sack sein. Ah ja, okay, das passt. Sehr schön. Tada! Ist ja auch nicht ganz einfach. Das Mädchen ist natürlich komplett traumatisiert. Die Geschichte von Silence. Wirklich? Tolle Auswahl hier. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Okay, das ist sozusagen, jetzt wird die Vorgeschichte des ersten Spiels erzählt. Ich halte mich da mal raus. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er seinen Opa, seinen Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot. Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone. Und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Ja, der ist rund, aber trotzdem keine Kugel. Hallo, Kristallkugel.
Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedgwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Oh, shit. Aber insgesamt haben sie es super eingebaut. Tutorial haben wir jetzt gemacht und wir wissen jetzt die Vorgeschichte aus dem ersten Teil. Natürlich hat es uns nicht erwischt, wir sind ja schließlich der Held. Verdammt! Rini, geht's dir gut? Rini! Hat sie ja vorher gesagt, der Bunker ist nicht wirklich sicher. Okay. Ah, okay. Nach monatelanger Ruhe. Kampftätigkeit neu entdeckt. Offensive geplant. Rini! Wo bist du? Ich spiele auf jeden Fall mit Tipps. Ich weiß, das ist lame, aber ich will einfach die Emotionen von dem Spiel genau genießen können und nicht irgendwie jetzt ewig auf Hardcore-Modus hier rumzocken, sondern es geht mir darum, die Geschichte zu erleben. Alle Truppen an der Front. Reedy! Wo bist du? Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ey, dieser Fernseher nervt. Ich will Rini finden. Schweres Artilleriefeuer. Rini! Nach wo bist du? Kampftätigkeit neu entfacht. Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Habe ich jetzt alles geklickt? Ah ne, Quatsch. Die Betonplatte habe ich noch nicht geguckt. Da stand er eben auch. Ich dachte, das wäre die gleiche Platte. Selbst schuld. Naja. Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Irgendwas drin, okay. Sieht aus wie das Ei, aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Spot, das ist ja der Spot? Gefährte von Sedgwick, wo wir jetzt wissen, dass er Sedgwick ist in seiner anderen Welt. Okay, Täschchen, Inventartäschchen haben wir auch, wunderbar. Mal sehen, wie hier rauskommt jetzt. Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Leiser, verdammt! Unter Beschuss. Im Kampf gegen die dritte große Angriffswelle. Schweres Artilleriefeuer. Nach monatelanger Ruhe. Du endlich aus! Unter Beschuss.
Ruhe! Greenie! Du verdammtes Scheißteil! Halt endlich die Klappe! Geh kaputt, verdammt nochmal! Du verdammtes Scheißteil! Ja, toll. Twitter, wo mal den? Nochmal. Ah, das ist ein Hammer, alles klar. Ganz brutale Mittel jetzt. Ist sowieso nur alter Röhrenfernseher, also kein Problem, kein 4K UHD. Was ist das? Dann wollen wir mal los. Hier können wir durch. Sehr schön. Da fängt jetzt wahrscheinlich das Spiel erst richtig an. Weil jetzt ist die Vorgeschichte geklärt und so. Das sieht ja weird aus. Was? Was ist das hier? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist. Okay. Schnell, also sind wir jetzt in Silence. Oh. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Auf denen ist Rini zum Ausgang gelaufen. Was du nicht sagst. Würde ich vielleicht auch ganz gerne hin. Ich meine, das ist jetzt natürlich noch einfacher Rätsel. Da gibt es immer nur eine Möglichkeit. Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Oper? Da könnte ich drauf springen. Wenn ich meine Angst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Alter, wie oft ich drauf gehen muss. Oh, geschicklicher Spieler. Yeah. Ich muss es wohl füllen hier. Ah, komm schon. Mit der Maus gar nicht so einfach. Ist wahrscheinlich auf Konsole leichter. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. So super cool, wie sich alles verschiebt. Das sieht ja aus, als ob es alles gemalt ist. Greenie, aber am Ende ist es so, dass es 3D-Objekte und 2D-Zeichnungen zusammen sind. Das ist echt geil gemacht. Ich glaube, das haben sie auch dafür entwickelt, soweit ich weiß. Also diese Technik von der Verbindung von 2D und 3D, um Objekte zu haben, die man auch benutzen kann und bewegen kann. Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Rini. Na los! Hinterher! Oh, kann ich sie jetzt spielen oder ist das nur ihre Geschichte? Es wäre ganz cool, wenn man beide spielen kann. Hm? Wer bist du denn? Oh, oh. Wo bin ich hier? Das ist echt ein leckeres Viech. Okay. Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Ja, sag ich ja. Wow. Was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge. Es ist aber auch wirklich sehr kitschig. Ich will meine Schwester zurück. Oh. Oh, verdammt. Sei still und versteck dich. Schnell. Ja, klar. Die Stimme wird schon richtig wissen.
Gott, was war das denn? Das sind ein Vieh, ey. Furchtbar. Ah, da ist sie. Das ist nicht nur eine Stimme, sondern das ist auch eine junge Dame. Na, dass du auf mich gehört hast. Die Natürlich habe ich auf dich gehört. Du wirst schon wissen, wo wir sind. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Komm. Hey, warte! Alter, sag jetzt nicht, dass du da nicht hochkommst. Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Wie soll ich da ohne Seil raufkommen? Ich wüsste nicht mal, wie ich das mit Seil schaffen sollte. Okay, wir denken uns was aus. Mal gucken, ob... Pelztier, Pilz, Tümpel. Sehr hübsch. Vielleicht ist da irgendwas beim Wurm. Ja, dann schiebe ich die doch mal rüber. Nee. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch, wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Tja, ist ein bisschen schwer. Spot, bist du das? Ja, das genau, das Viech. Das ja, Ei, beziehungsweise es. Noch. Du bist es. Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Schau mal, Spot. Lecker Bauchmilche. Nee, will er nicht? Hey, Blumen? Spot. Ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Dem werfe ich Spot nicht in den Rachen. Ja, ist ja klar. Die Waisenhausmethode. Einfach, nur einfach kaputt hauen, das Ding. Auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Ei auch nicht anders erwartet. Gucken, ob da drüben noch irgendwas ist. Moment, weiß ich nicht genau. Ist das ein komisches Vieh? Oh ja, du hast Hunger. Ein schönes warmes Nest. Genau da gehört klar, du jetzt zum Ausbrüten. Oh, verdammt! Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Der war eben einmal kurz Bin weg. Mal sehen, ob er gleich weggeht. Schauen wir mal. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Vielleicht finde ich irgendwas zu essen für ihn. Oh, cool. Hallo. Na, scheiße, das wäre das Essen gewesen. Ach. Na komm, mal. Jetzt oder nie? Sehr praktisch, jetzt. Los, go, go, go. So, dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Oh, wie süß ist das denn? Spot! Du bist es! Du bist es! Dafür, dass es so melancholisch ist, ist es doch irgendwie alles sehr, sehr süß animiert dazu. Und die Charaktere sind halt super niedlich. Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Ach, witzig, es ist wie so ein Werkzeug. Also Spot, natürlich ist es nicht S, sondern das ist Spot, aber cool. Wie so ein Werkzeug. Okay, mal gucken, wie es geht. Kann ich einfach rüberziehen oder was? Nee, so geht's nicht. Da war eben noch ein anderes Symbol. Ah, hier, das Symbol, genau.
Probier das mal. Ach, jetzt mache ich die wieder groß, dann rollt die sozusagen automatisch weg. Ja, perfekt. Dann müsste ich jetzt hier hochkommen. Warum habe ich sonst das Rätsel gelöst? Das ist unglaublich schwierige. Oh Mann, ey, der ist so unfähig. Und wie kommst du jetzt drauf? Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Genau, gerade wiedergefunden und den schön liegen lassen und warten. Ist das das Lager, dieses geheime Lager? Wow, das ist echt schön. Da sieht man diese Doppelsache, dass man im Hintergrund was 2D hat und vorne alles in 3D. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Das freue ich mich auch. Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was? Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Okay, das breche ich mal für heute ab. Bis zum nächsten Mal. Das fängt ja alles schon sehr schön an. Lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr es bis jetzt findet. Ist echt schön.